Jetzt komme ich mal zum Blasbending. Das machen wir von Kanal 7 bis 10. Und zwar wird hierbei das anders gemacht als beim C-Bending. Ich habe hier meinen Spitzmund. Die Lippenmuskulatur wird jetzt etwas stärker angespannt. Und dann, wenn die Lippenmuskeln angespannt werden, kommt die Zunge nach vorne Richtung Zähne. Die Zähne werden nicht berührt und auch nicht die Habe dabei. Die Zunge geht nur nach vorne. Ich brauche auch nicht mehr Luftdruck dabei. Das sieht dann so aus. Normaler Spitzmund und dann angespannte Lippenspannung. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Und das ist im Grunde genommen alles, um den Ton entsprechend kippen zu lassen. Man merkt schon, es ist ein bisschen quietschig da oben. Das relativiert sich aber, wenn man oft da oben spielt und vor allem oft in den Bandings rumspielt. Bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht so ein Freund von den hohen Tönen und von daher bin ich da auch nicht so oft im Bending unterwegs. Aber das ist ja auch kein Thema. Ich würde es trotzdem mal versuchen, weil das sind echt hochinteressante Töne, die sich lohnen, auch einzusetzen. Und da gibt es eine Menge. Prima! Falls ihr noch mehr lernen wollt oder Fragen habt, schaut auf die Homepage meines Vaters. Dort findet ihr viele Infos um das Thema Mundharmonika. Falls doch noch Fragen offen sind, findet ihr dort natürlich auch die Kontaktdetails meines Vaters. Den Link zu der Homepage haben wir euch natürlich in die Infobox gestellt. Schaut gerne mal vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und auf Wiedersehen.